Ja, liebe Freunde, im Schatten der Corona-Politik werden Freiheitsrechte abgebaut. Wir haben es ja schon immer berichtet, wie das hier in Deutschland ist. Aber hier zum Beispiel in Kanada ist es ja richtig krass. Also der Trudeau, der kanadische Premierminister, der will also richtig diktatorisch die Freiheitsrechte eingrenzen. Kontofindungen bzw. Einfrieren von Geldern, dass die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie denn an friedliche Proteste teilnehmen, ne? Ihr erinnert euch, die Lkw-Fahrer sollten sich testen lassen, wenn sie dann über die Grenze fahren in die USA oder wieder zurückkommen. Sollten sich nicht testen lassen, Entschuldigung, sollten sich impfen lassen. Und das ist völlig klar, ne? Unversehrtheit des Körpers wird hier beeinträchtigt, dieses Freiheitsrecht. Und insofern haben die Lkw-Fahrer mit ihren Protesten völlig recht. Die haben sich ja ausgeweitet, diese Proteste. Und das hätte eigentlich der Regierung zu denken geben müssen. Aber die ziehen weiter die diktatorische Schraube an. Was steckt jetzt dahinter? Schau mal hinter die Fassade. Also wenn wir früher von den Bilderbergern gesprochen haben oder vom Weltwirtschaftsforum und gesagt haben, was Sache ist, dann hat der eine oder andere schon behauptet, das wäre Verschwörungstheorie. Aber das ist keine Verschwörungstheorie. Und der Premierminister hängt ganz eng mit dem Weltwirtschaftsforum und dessen Ideen, zum Beispiel von Klaus Schwab, zusammen, dass man also in der Welt zusammenkommt, Stichwort eine Weltregierung, dass man vielleicht Eigentum abschafft, die Wirtschaft planwirtschaftlich umgestaltet, also wieder so eine Art Sozialismus, dass man wegkommt von einer freien sozialen Marktwirtschaft, sondern Unternehmen dirigiert, denen vorschreibt, was sie produzieren und nur die guten Unternehmen dann mit Subventionen überhäuft, die anderen eben nicht, die, was weiß ich, zu viel CO2 produzieren oder sich sonst sozial daneben benehmen in Augen der Regierung. Und wir sehen eben, das passiert in den eigentlich freien angelsächsischen Ländern. Australien ist ja auch so ein Beispiel, wo also die Polizei durchaus nach Hause kommt. Und das ist unverständlich. Es ist nur verständlich, wenn wir nochmal uns gucken, was will das Weltwirtschaftsforum, was ist der sogenannte Great Reset, also die große Transformation. Dann allerdings haben diese Proteste einen Sinn und dann hat es auch Sinn, die Reaktion der Regierung einzuordnen. Das ist vielleicht so der Auftakt, hier also diese neue Ordnung durchzudrücken, Planwirtschaft, Gängelung der Menschen und Transformierung des Wohlstandes von fleißig zu reich und all diese Dinge, die damit zusammenhängen, liebe Freunde. Das sind jetzt nur Menetekel und wir hoffen, dass wir dieser Entwicklung Einhalten gebieten können. Die AfD wird das tun. Wir im Deutschen Bundestag haben uns ja entsprechend zu Klaus Schwab, zum Great Reset und zu all diesen linksgrünen Fantasien entsprechend gestellt und werden das also weiter bekämpfen.